Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Test.net. Es ist gerade Sommerzeit, Hitzezeit, schwül, heiß, warm, man hat keine Lust mehr, man schwitzt, alles verklebt. Und hier ist die richtige Lösung von CaseFan, nämlich der Echo Neo 2 mit einer Maximalstärke von 31 Watt und 6 regelbare Stufen, natürlich auch ferngesteuert mit der Fernbedienung. Und was man auch erwähnen muss, hierbei ist keine Glühbirne vorhanden, wie bei den handelsüblichen Ventilatoren. Und ich würde mal sofort vorschlagen, wir schnuppern mal rein. Bedienungsanleitung ist dabei, Werkzeug ist dabei, welcher Hersteller denkt daran, der CaseFan denkt daran, super. Und hier nochmal zusätzliche Komponente, nochmal Werkzeug dabei, das ist auch viel. Gefällt mir auf jeden Fall so. Und hier befindet sich der Motor drinne, beziehungsweise das Herzstück schlechthin. Und hier sind nochmal unzählig nochmal extra Teile dabei. Alles, was man natürlich braucht und benötigt. Wie ihr seht, sind hier 6 regelbare Stufen dabei. Und alle in römischen Zahlen. Und so gefällt es mir auf jeden Fall. Und auf jeden Fall echt super Batterie dabei. Sehr designvoll gehalten. Und gegen Sonnenventilator von CaseFan hat der Sommer auf jeden Fall verloren. Und CaseFan siegt. So, meine Kollegen aus der Testabteilung freuen sich erstmal auf jeden Fall mal, das Produkt hier zusammen zu montieren und zum Laufen zu bringen. Nicht laufen, zum Drehen zu bringen. Ja, weitere Informationen und Details könnt ihr einfach mal auf test.net nachlesen. In dem Sinne wünsche ich euch nochmal im Namen von test.net einen schönen Tag. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.